Hallo zusammen. Nach gefühlten 5 Tagen nicht mehr Film schneiden etc. und halt auch leider durch das schlechte Internet überhaupt keine Filme hochladen können, hänge ich jetzt irgendwie schon 2 Wochen, glaube ich, hinterher. Das finde ich halt richtig schade, aber es ist mir halt nicht möglich, weil ich bin die ganzen Tage halt wirklich auf dem Wasser oder unter Wasser durch das Tauchen. Ich habe gar keine Zeit, irgendwas anderes zu machen. Wir sind morgens um 7:30 raus, zum Beispiel heute. Dann sind wir erst um, ich glaube, 1 Uhr um 1 wiedergekommen, haben dann die Logbücher gemacht. Dann habe ich mich hingelegt, um irgendwie noch ein bisschen Schlaf zu kriegen. Dann geht das jetzt auch gleich wieder los, weil wir heute ein Video gedreht haben bzw. drehen lassen haben von uns beim Tauchen und so weiter. Das gucken wir jetzt gleich zusammen mit dem ganzen Kurs an. Also wir waren ja insgesamt 6 Leute. Und danach gehen wir zusammen noch was essen mit unserer Dive-Lehrerin, so zum Abschied. Ja, und morgen geht dann mein Advanced-Tauchkurs los. Ich hätte es in den ersten Tagen nicht gedacht, weil ich fand es nicht nur mega anstrengend, sondern fand auch nichts Geiles an diesem Sport. Ich fand es einfach nur so anstrengend und so schmerzhaft und so komplett halt sich seinen Ängsten stellen müssen. Alles, was mit Tiefe zu tun hat, mit Angst vorm Ertrinken, Angst, Wasser in die Nase zu bekommen, da bin ich sehr sensibel. Das ist halt schon krass, aber nachdem man halt wirklich so die Skills gelernt hat und dann wirklich unter Wasser konnte und dann wirklich nur die geilen Fische gesehen hat, die Korallen und dann, also das halt so ein bisschen drauf hat, dann konnte man das richtig genießen und dann war es auch richtig geil. Und dann verstehe ich auch, warum die Leute halt Tauchen geil finden. Und ich war halt nach dem gestrigen Tag so geflasht, dass ich gesagt habe, so, ich will auf jeden Fall den Advanced machen. Ich habe dann auch nochmal mit meiner Tauchlehrerin gesprochen, auch wegen der Atmung, weil ich auch immer so das Gefühl hatte, so scheiße, die müssen halt wegen mir irgendwie hoch, die anderen Students, und das will ich halt auch nicht. Ich will halt auch nicht andere Leute aufhalten und so weiter. Und sie sagte aber auch so, nee, mach den Advanced, du bist halt, mich halt sehr gelobt, weil ich einmal von jemand anders den Atemregler in den Mund nehmen sollte und der war halt falsch rum. Und dann kriegst du halt anstatt Luft, also ein bisschen Luft schon, aber das merkst du nicht, weil du kriegst halt Wasser, du ziehst Wasser. Und dann ziehst du nicht nur einmal Wasser, sondern ziehst 2-3 Mal Wasser, bis du den halt rausschmeißt, weil du das Gefühl hast, du ertrinkst. In dem Moment habe ich halt ganz schnell meinen Atemregler reinmachen können. Und sie sagt, das war so schnell, das hat sie noch nie gesehen. Und deswegen habe ich halt die Skills, wenn irgendwas ist. Und das ist das Wichtigste und deswegen sollte ich auf jeden Fall den Advance machen. Ja, jetzt laufe ich halt mit T-Shirt. Anstatt mit Neopren habe ich halt ein T-Shirt einfach an und eine Legginghose, eine kurze, die ich eigentlich sonst unter einem Kleid anhabe. Aber es funktioniert auch so. Das Gute ist, dass hier halt 30 Grad sind und deswegen kann man das halt auch machen. Sehr geil. Ich kann auf jeden Fall Tauchen nur empfehlen, macht das auf jeden Fall. Ich habe jetzt noch 2 Tage vor mir und 4 Tauchgänge. Das heißt, ich mache einmal Tarieren, das heißt, dass man halt wirklich in so einer Schwebelage kommt. Entweder bin ich momentan so oder ich bin so und ich muss halt mehr dahin kommen. Und dann geht es ums Navigieren bei meinem Orientierungssinn. Wenn ihr die anderen Videos gesehen habt, wisst ihr ja, wie der ist. Oh Gott, und das unter Wasser. Ich meine, ich habe immer so, heute hatte ich glaube ich bis zu 40 Minuten Luft. Sonst sind das immer so, wenn ich aufgeregt bin oder so, sind das halt 30 oder auch mal weniger. Ja, das kann noch was werden. Danach geht es halt in den Tiefgang. Und das heißt, wir tauchen bis zu 30 Meter tief. Wir waren jetzt immer, das Tiefste war halt 18 Meter und jetzt sind das dann 30 Meter. Und da muss man halt auf die Tauchkrankheit gucken und dass man halt nicht so euphorisch oder depressiv wird. Aber es ist halt bei uns, wir sind halt auch nicht lange unten, dann müssen wir Matheaufgaben machen. Ja geil, ich und Mathe. Aber ja, und danach geht's halt ans Wrack tauchen. Total cool, die haben 2011 hier ein altes Kriegsschiff versenkt. Extra für die Taucher auch so ausgerüstet, dass man halt gut durch kann oder sich das angucken kann, wie auch immer. Und dann haben sich da schon Fische angesiedelt und keine Ahnung, total geil, gehen wir Wracktaucher. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Ja, aber das ist halt, warum momentan keine Videos kommen. Und wenn ihr das gesehen habt, habe ich vielleicht schon mal was auf Facebook
online gestellt, wenn es mit dem Internet klappt, damit ihr halt wisst, warum halt momentan nichts kommt. Aber es ist halt auch echt scheiße. Aber jetzt habe ich es auf jeden Fall geklärt, dass ich am 2. Juli, also ich schlafe auf jeden Fall noch mal eine Nacht nach dem Advanced-Kurs hier, weil es macht so müde. Und dann werde ich am 2. Juli mich aufmachen nach Krabi und werde da auf jeden Fall noch ein paar Tage bleiben, vielleicht noch mal Co-Pipi machen oder so. Das weiß ich noch nicht, aber das werdet ihr sehen. Was auf jeden Fall ist, Tauchen ist eine Sportart, Tauchen ist mega anstrengend, was ich nie gedacht hätte. Alleine schon mit diesem Bleigurt, das ist der Hammer. Ich kann es jedem nur empfehlen. Mach das, weil es ist mega geil. Ich bin auch richtig stolz, weil ich nachher nicht nur den einen Kurs habe, sondern zwei Kurse. Und ich da wirklich 30 Meter tief tauchen kann. Und das ist halt fürs Great Barrier Reef und so weiter auch richtig gut. So voll geil. Auf jeden Fall voll geil, mach das. Ja, ansonsten kann ich erstmal nicht viel erzählen, weil es geht halt bei mir tagelang nur ums Tauchen. Eben was zu essen holen für zwischendurch. Trinken, was ich auch, also ich müsste noch mehr trinken eigentlich. Und dann halt wieder tauchen gehen. Also vielleicht was essen, ins Bett, weil man muss am nächsten Tag wieder tauchen. Und man ist halt echt matt nach einer Zeit. Making it so hard. You got to know now. Ooh, taking it too far. Nothing to hold now. I'm falling apart. I'm in the cold now. Breathing underwater. Breathing underwater now. I can't let go. Thank you.
war es das für heute mal wieder, würde ich sagen.